Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo, ja, wie sind Freunde, herzlich willkommen zurück bei Nick Frei Zockt, Mad Games Tycoon. Alter Schwede, 35.000 für die simple 3D-Engine, aber wir haben gesagt, nein, wir gehen erst hier rüber und versuchen mal eine Engine zu programmieren, die uns ja ein Schweinegeld kostet, wenn wir versuchen, alle Features da reinzupacken. 154.000 und dann haben wir 10 Features. So, und das wollte ich nochmal gegenchecken. Und die hat 11 Features. Gut, dann wollten wir eine Engine machen, die vielleicht nicht ganz so gefragt ist. Also ich meine, Arcade hat 11 Features. Wenn wir jetzt eine Geschicklichkeits-Engine machen mit 11 Features... Es ist ein Problem. Es ist ein richtiges Problem. Was sollen wir tun? Es ist eine schwierige Entscheidung. Ich meine, was mache ich, wenn sich am Schluss mein Zeugs nicht verkauft? Versteht ihr, was ich meine? Dann habe ich 150.000 in den Sand gesetzt. Und wir verdienen kein Geld. Nein, wir machen es anders. Ich habe mich dagegen entschieden. Wir erforschen die simple 3D-Engine, dass wir alle Features haben. Dann haben wir auch 11 Features, genau wie die andere Engine. Und vielleicht haben wir Glück und finden auf dem Weg noch ein paar Aufträge. Und habt ihr es gesehen? Das gucken wir gleich nach. So, der macht einen Auftrag, aber... Jetzt kommen die mit einer Geschicklichkeits-Engine, seht ihr? Mit 11 Features auf dem Markt. Genau wie die Jungs, die haben auch 11 Features. Das heißt, Arcade und Geschicklichkeit ist von Arcsys 2, die decken Arcade ab. Und FreeScape, oder heißt das so, FreeScape 2, die decken Geschicklichkeit ab. So, Arki wird dann Adventure abdecken. Jetzt ist die Frage, in welchem Bereich wollen wir Engines machen? Es ist keine einfache Frage. Vielleicht sollten wir erst ein Genre entwickeln, um dann uns auf das Genre zu spezialisieren mit unseren Engines. Schwierig. Also, ich will mich nicht betteln mit denen, die schon Engines auf dem Markt haben. Versteht ihr, was ich meine? Das kann nämlich zum Problem werden, dass wir gar keine Engines verkaufen und am Schluss sind wir pleite und haben Engines programmiert bis zum geht nicht mehr. Und haben keine davon verkauft. Das heißt, das will ich ein bisschen strategischer angehen. Ich will eine Engine entwickeln, oder wir müssen eine Engine entwickeln, wo es keine Konkurrenz für gibt. Und dazu müssen wir erstmal ein Genre entwickeln. Und das wird nicht billig, weil ein Genre kostet natürlich auch ein Schweinegeld. Also das heißt, wir brauchen Aufträge eigentlich. Und jetzt kommen keine Aufträge. Und wir müssen irgendwie Geld verdienen, dass wir die Forschung auch finanzieren können. Und da ist ein Auftrag. Nur 4.950 ist ein bisschen wenig, aber wir nehmen es natürlich gerne und dankend mit, setzt sich hin und programmiert das Ding und latscht nicht draußen auf dem Flur rum. Immer dasselbe mit den Mitarbeitern hier. Oh Mann, ja, legendär. Da habe ich mal was angetan mit legendär. Das ist... Ich sag euch, wir werden noch Stunden damit verbringen, dem zuzugucken, wie er Features erforscht, wie er Aufträge macht und uns strategisch überlegen, wie wir am besten vorgehen, dass wir nicht pleite gehen und Geld verdienen. So, neues Feature, Mehrspieler per Splitscreen. Kostet uns 40.000. Ich würde gern erstmal drauf verzichten und würde gern mal beim Genre reingucken. Was es derzeit nicht gibt, ist eine Rollenspiel-Engine, eine Jump-and-Run-Engine, eine Strategie-Engine, eine Sportspiel-Engine. Und wenn wir uns hier die Preise angucken, oh, Wirtschaftssimulation kostet nur 35.000, das ist die billigste Engine von allen. Oder, Entschuldigung, das billigste Genre von allen. Ist ein bisschen falsch einsortiert hier, weil wenn das nach Preis sortiert ist, gehört es eigentlich an Anfang. Ja,
Wisst ihr was, das machen wir. Das macht keiner außer uns. Wobei Wirtschaftssimulationen, sind die so gefragt? Werden Wirtschaftssimulationen programmiert werden? Wird das nachgefragt? Oder sollen wir lieber auf Rollenspiele gehen? Also Rollenspiele werden definitiv viele kommen. Rollenspiele sind Trendprodukte. V-Sims zwar auch, aber V-Sim ist mehr so der deutsche Markt. Rollenspiele ist so das internationale. Sportspiele wäre auch geil, aber ich meine 80.000 für das Genre. Schwierig. Ich glaube, ich beiße einen sauren Apfel. Wir nehmen uns die Rollenspiele vor. Scheiß drauf. Wir wissen, wie man Rollenspiele macht. Und ich glaube, die Engine wird gefragter sein wie eine V-Sim-Engine. Ah, wir müssen hier den Markt beobachten. Neuer Auftrag. 18.000. Setz dich hin und programmier. So. Arena 2172 hat am besten Sonntag. Was interessiert mich das eigentlich? Ich bin doch am Engine programmieren oder beziehungsweise am überlegen, wie wir es am geschicktesten angehen. Da optimieren wir eine Konkurrenz-Engine. Dafür kriegen wir Geld. Haben selbst noch keine eigene und optimieren eine andere. Das ist aber auch ein Drama in dem Spiel. So, neuer Auftrag. 9.900. Ich sollte die vielleicht erst annehmen, wenn er sitzt. Aber der entwickelt die so schnell, die Aufträge. Boah, wir werden so gut, ey. Wir machen bald komplette Spiele allein und das mit einem Tempo, das ist unglaublich. Nur Büro, das kriegen wir gar nicht hin. Oh, neuer Auftrag. 5.400 von Gremlins. Komm her, setz dich. Zack, 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 durchgerobbt. Guckt schon gar nicht mehr, was der Auftrag ist. Hauptsache Geld. Geld, Geld, Geld regiert die Welt und hält uns am Leben. Es ist schwierig. Es ist wirklich, also... Ich hätte das vorher nicht geglaubt. Ich habe ja Legende oder Legendär habe ich ja schon ein paar Mal gespielt. Ich habe ja sogar schon Spielanfänger gehabt auf Legendär. Dann kam ein Patch raus und es hat einen Spielstand geschrottet und ich habe doof geguckt. Aber es lief immer leichter wie hier. Also hier ist schon extrem krass. Oh, wir haben Untergenre freigeschaltet. Wir haben schon 4 von... Ja. Was jetzt? Ach so, ja. Wir brauchen einen Auftrag und wir wollen eine Engine programmieren. Es ist zu teuer. Es ist zu teuer. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Wir kriegen es einfach nicht hin. Dann investieren wir 40.000 ins Feature und hoffen einfach, dass wir noch ein paar Aufträge kriegen. Und da ist wieder einer. 17.700. Her damit. Geld muss in die Kasse. Und jedes Feature macht die Entwicklung von der Engine teurer. Das ist ja das Allerschlimmste daran. Das heißt, wir entwickeln hier Features. Oh, jetzt gibt es auch noch ein neues Feature namens Parallax-Scrolling. Und neue Grafik. Eieiei. Und eine neue Engine, die Konkurrenz macht. Die zum Glück, wie ich vorher gesagt habe, im Adventure-Bereich tätig ist. Mit 14 Features. Ich glaube, wir fangen klein an. Wir machen das ganz anders. Wir fangen klein an. Ey, scheiß drauf. Wir haben ja einen Rollenspielsektor. Wir haben ja keine Konkurrenz. Versteht ihr, was ich meine? Komm, entwickel schneller jetzt. Nicht strecken, entwickeln. Es ist ein mittleres Drama. 100.000 sehen viel aus. Die reichen noch nicht mal, um eine Engine zu entwickeln.
Gott, warum muss Spieleprogrammieren noch so teuer sein? Und es war eine Zeit lang wirklich extrem teuer. Heutzutage müssen die Entwickler eigentlich fast nur noch bedenken, was brauchen wir zum Leben dieses Jahr, wenn wir dieses Jahr ein Indie-Game entwickeln? Wir programmieren das Ganze in der Unity Engine. Dies Jahr erstmal kostenlos. Und dann machen wir da einen Early Access. Und mit dem Geld, was wir im Early Access einnehmen, sobald das Ding spielbar ist, kaufen wir uns die Engine. Und dann machen wir den Unity-Screen raus. Und ja, und dann haben wir ein Spiel programmiert und verdienen Geld damit. Also heute ist das ja wirklich also richtig demokratisiert. Und das ist auch cool, weil Unity hat sich ja gesagt, Democrize, oder wie haben sie es genannt? Also die wollen halt die Demokratie in der Spieleentwicklung. Die wollen, dass es jeder kann und nicht nur die großen Studios, die sich leisten können, eben so eine blöde Engine zu entwickeln. So, ohne neueste Grafik brauchst du eigentlich keine Engine entwickeln. Das hört sich doof an, ist aber echt so. Also wenn du eine Engine machst, wo du einen veralteten Grafikstandard reinbaust, das Spiel wird sich ja nicht verkaufen. Ich habe aus Geldnot heraus ein Spiel mit 16 Farben oder sowas auf den Markt gebracht, zu einer Zeit, wo es schon High-Res-Grafik gab. Und da habe ich den Erfolg Retro-Games freigeschaltet. Ja, weil total pixelig und so weiter. Also das Ding hat sich natürlich, das hatte noch grauenhafte Bewertungen, hat sich so gut wie gar nicht verkauft, aber ja, Retro-Game, ne? Okay, warum gucke ich mir das überhaupt noch an? Das ist völlig uninteressant momentan für uns. Was wir beobachten müssen, das Einzige, was mich interessiert, ist hier dieser Markt. Und wir starten da wirklich rein. Wir werden die Features aufbohren mit der Zeit. Aber wir fangen völlig relaxed und klein an jetzt. Wir müssen es ja irgendwie auf den Weg bringen. Setz dich hin und bring das Ding zu Ende. Wir brauchen Geld. Meine Fresse. So. Wir gehen hier rüber. Gehen auf Engine programmieren. Entwickeln eine neue Engine. So, und jetzt kommt das Highlight. Oh. Hey, ich setze nur die Grafik auf 256 Farben und boom, 68.000. Alter Schwede. Ja, wir haben keine Features, wir haben nur Grafik. Ich kann dummerweise auch Textausgaben nicht deaktivieren, weil Textausgabe immer drin ist. Das ist ja nur Grafik. Text bleibt Text, ist immer drin. Ja, wir sind bei 73.000. So arg viel können wir gar nicht mehr dazu packen. Ich würde sagen, die Spray-Technik noch rein, dann sind wir auch schon am Anschlag. Mehr geht erstmal nicht. So. Das Ganze soll optimiert sein, 5 Features für Rollenspiele. Und wir nennen das Ganze PGRPG 1. Ja. Und ich glaube 20% ist der normale Cut. Ja, und wir verlangen, mein Gott, wir verlangen 10.000, ja, dafür, dass man mit unserer Schrott-Engine in 256 Farben Rollenspiele programmieren kann. Und wenn wir dann Geld einnehmen, erweitern wir die Features. Und wenn nicht, dann nicht. Scheiß drauf. Komm, programmier das Ding. Wir haben noch 6.000 über. Wir sind zumindest nicht pleite. Ja, also versteht ihr, was ich meine? Wir bewegen uns im Budget. Wir haben kein Geld aufgenommen. Wir haben keine Schulden gemacht. Und wir können uns mit Aufträgen jetzt langsam, aber sicher auch wieder hocharbeiten. Das heißt, wenn Aufträge reinkommen, können wir wieder Geld verdienen und können dann die Features ausbauen. Und wenn wir Glück haben, kaufen irgendwelche Leute unsere Engine. Weil es gibt ja noch keine Rollenspiel-Engine. Und vor allem keine mit so viel Farben. Setz dich doch hin und bring das Ding zu Ende und dann können wir das Geld nehmen und können darauf aufbauen und dann arbeiten. So, und jetzt sitzen wir erstmal hier rum. Prozent bietet 3 Features. 6 Features sind schon 22% und 12.000. Also wir sind eigentlich auf einem 3-Feature-Preis
Und das, obwohl wir coole neue Features drin haben und 5 Features anbieten und wir haben einen Auftrag. So, und jetzt wird wieder Geld verdient. Vielleicht haben wir Glück, dass eines Tages irgendwer irgendwo auf die Idee kommt und sagt, ach komm, wir kaufen mal diese RPG-Engine da. Und machen ein Rollenspiel. Oh, und die Math-Engine ist Nein. Nein! Nein! Wieso kommen die jetzt mit einer Rollenspiel-Engine? Wir haben doch schon eine draußen. Ach, ist das eine Scheiße, wirklich. Hätten wir doch Wiese machen sollen. Die hätten sie gekauft, da gibt's keine Konkurrenz. So, Engine upgraden. Features. Der hat 15 Features. Also wir haben noch nicht mal so viele Sachen erforscht, wie der da drin hat in seiner Kack-Engine da. Regt mich auf. So, Scrolling kriegen wir noch rein. Sind wir bei 12.000. Künstliche Intelligenz kriegen wir rein, sind wir bei 32.000. Dafür wollen wir dann aber 22%. So, wir machen ein Upgrade von unserer Engine. Also ich glaube, dass das ein ganz guter Weg ist. So habe ich es zwar nicht gemacht mit meinem privaten Spielstand, aber ich glaube, dass es trotzdem ein ganz guter Weg ist. Das Problem ist, dass jetzt einer so eine RPG-Engine auf dem Markt hat. Und der ist einfach besser. Ja, brauchen wir nicht lange drum rumreden. Der ist einfach besser. Das heißt, wenn ich ein RPG machen wollte, würde ich mir natürlich die beste Engine kaufen und nicht unser Ding, ja. Und deshalb nehmen wir mit der Engine erstmal kein Geld ein. Wir müssen erstmal zusehen, dass wir an Geld kommen. Großes Problem. Es hat aber auch... Da hat einer Erbarmen! Quantum Dreams, ich liebe euch! Ihr habt Erbarmen! Und kauft meine Engine. Ich habe das erste Mal Geld verdient mit meiner Engine. 10.000. Wisst ihr, was das bedeutet? Wir werden einen Share kriegen von dem Spiel, was die damit machen. Und wenn das Spiel einigermaßen brauchbar ist, verdienen wir vielleicht richtig Geld damit. So, Features erforschen. Wir können 8-Bit-Sound können wir erforschen. Dann können wir den auch in die Engine reinbringen, wenn es soweit ist. Wir haben eine Engine verkauft. Der Wahnsinn, wir haben eine Engine verkauft. Also versteht mich nicht falsch, aber das ist das Schöne bei Legendär. Du fängst an, dich über Kleinigkeiten zu freuen, wie wir haben eine Engine verkauft. Es ist so wichtig in dem Spiel auf Legendär, dass du dich freust, wenn du eine Engine verkaufst und einen Auftrag über 4.000 Dollar machst. Das ist der Wahnsinn. Sachen, wo ich mich im normalen Spielstand, da habe ich gesagt, ja, Auftrag 21.000 lohnt, machen wir nicht. Hier freue ich mich, dass wir 21.000 verdienen mit dem Auftrag. Das ist wichtig. Alles rettet uns das Leben. Die Kreditzinsen hier kannst du ja fast nicht bezahlen. 7.000 pro Monat. Ey, wie soll ich denn 7.000 beikriegen pro Monat? 75.000! Gut, müssen wir die 10.000 abziehen. Die haben wir schon, aber das sind 65.000, die wir jetzt aufs Konto kriegen. Wir haben richtig Geld. Ja. Und für 95.000 könnten wir alles erforschen. Es ist so kacke. Es ist so kacke. So, aber wir machen was anderes. Alte Engine updaten. Wir versuchen weiter Features hier reinzupacken, die unsere Engine irgendwie wertvoll machen. Versteht ihr? Also 54.000, 64.000. Das heißt, die neueste Grafik, der neueste Sound, eine simple 3D-Engine ohne Speicherfunktion. Das sind schon, damit kannst du schon ein Spiel machen. Joystick-Steuerung und Mehrspieler per Splitscreen brauchst du ja nicht unbedingt. Also ein Rollenspiel mit Mehrspieler per Splitscreen, das gab es relativ spät erst, glaube ich. Und
Die Steuerung mit Joystick, also die ersten Spiele habe ich, glaube ich, mit Tastatur gesteuert. Joystick kam später. Aber wir sind 86. Gut, das ist 86 ist jetzt ungefähr so die Zeit. Ich glaube, da habe ich meinen C16. Ich habe, glaube ich, ein bisschen früher, oder? Moment, ich war... Lass mal gerade rechnen. Ne, 83. 83 oder 84 habe ich meinen C16 bekommen. Das war mein erster Computer. An dem habe ich ein bisschen von Datasette Moonbase irgendwas gespielt. Oh, 10 Features kriegen wir da auf die Reihe. Wir bleiben bei 10.000, erhöhen aber unseren Share auf 24%. Ich hoffe, das ist marktkonform. Wir gucken gerade mal rein. Der verlangt 32 für 5 Features mehr. Das sind Features, die kein Mensch braucht. Es ist die veraltete Grafik, Mehrspieler-Modus und so weiter. Ne? Und wenn ich jetzt hier gucke, also mit dem Share von 24% sind wir bei 9 Features. Wir haben 10 Features. Und mit dem Preis von 10.000 liegen wir sogar hier unten. Also ich will gar keinen... Wobei, wir könnten hochgehen auf, sagen wir mal, 14.000. Wir releasen mal und dann gucken wir mal, dass wir den Preis vielleicht ein bisschen anheben. Wir werden eh nicht viele Engines verkaufen, aber ihr habt gesehen, wie wichtig das ist, dass du halt mal eine Engine verkaufst. Hat gleich mal ein bisschen Geld gebracht, das ist Gold wert. Da machst du Party, da lässt du einen Sektkorken knallen. Wir haben eine Engine verkauft und vielleicht machen die damit ja sogar ein zweites Spiel. Und dann kriegen wir nochmal 40.000, 50.000. Wie hat der Gründer bei Unity erzählt, er war zu Hause und saß am Server, wo die Bestellungen drüber abgewickelt werden sollten. Und seine zwei Kumpanen waren in Seattle bei Microsoft und haben das Dingens vorgestellt der Öffentlichkeit. Und er hat gedacht, wenn die jetzt die Präsentation hinter sich haben, dann wird das volle Kanne krachen. Dann werden die Bestellungen losgehen, noch und nöcher. Und dann hatten die Präsentation. Die Präsentation war rum und er saß vorm Rechner und da haben die angerufen und haben gesagt, und. Und er hat gesagt, tote Hose, hier geht gar nichts. Das fand ich geil, wie er das erzählt hat. Auf der Unite 2015. Also sprich, die haben auch, das ist was Gleiche, ja. Und als dann eine Bestellung reinkam, haben sie eine Flasche Sekt aufgemacht, also eine Engine los wurden. Eine einzige Engine. Das müsst ihr euch mal geben. Boah, wenn ich jetzt das Feature erforsche, haben wir noch $350. Wir bezahlen 150 Miete im Monat, das können wir uns nicht leisten. Geht nicht. Ist zu eng. Wir brauchen noch mindestens einen Auftrag oder irgendwie einen Engine-Kauf oder eine Beteiligung an irgendwas. Wir müssen irgendwo erst noch Geld herkriegen, dass wir weiter forschen können. Oh, uns kommen neue Forschungs... Das ist das, was ich hasse. Wisst ihr das? Das hasse ich wie die Pest. Ich glaube, wir hätten besser eine Wiese im Engine gemacht. Wären es 5.000 billiger gekommen, was die Forschung angeht. Und wir hätten keine Konkurrenz. Jetzt haben wir da diese Konkurrenz mit dem anderen Sack da, mit Math Engine. Math Engine. Ich finde es schade, dass man die Firmen nicht aufkaufen kann, die Engines machen. Ja, dann könnten wir vielleicht gucken, dass wir uns irgendwie da reinkaufen. Wegkaufen das Ding vom Markt. Dass wir so viel Geld machen, irgendwie durch Aufträge, dass wir uns die kaufen können. Dass die Engine-Konkurrenz weg ist. So, was machen die Jump-and-Run-Engine? Hätte ich Jump-and-Run gemacht, hätten die uns jetzt weggebietet mit 17 Features. Also... Ist aber auch ein Drama. Guckt's euch an. Guckt's euch an. Wir haben Mieten gezahlt und alles drum und dran. Wir haben nur noch 44.900. Oh, ich habe hier im privaten Spielstand habe ich hier gesessen, schreiend vom Rechner gesessen. Kauft meine Engine, rettet mir den Arsch. Ja, weil ich habe Kredite aufgenommen. Irgendwann und da wurde eine Rate fällig und ich war dann so kurz vor Pleite und dann kauft meine Engine, bitte kauft meine Engine und dann haben die meine Engine, hat wirklich einer meine Engine gekauft und habe ich gefeiert, ja, wir leben weiter. Es ist unglaublich, also legendär ist wirklich unglaublich hier in dem Spiel.
Das ist ein neues Erlebnis. Du kommst ja vor wie ein echter Entwickler, der um sein Leben kämpft. 30.000 Musik in 8-Bit. Die können wir mal erforschen. Das ist ein technologisch wertvoller Punkt. Ho, Bagger. Auftrag, please. Da habe ich auch schon öfter nachgebettelt in meinem privaten Spielstand. Aufträge. Ja, bitte, kann mir nicht einen Auftrag geben. Ich mache irgendeine Website. Lass mich irgendein Model basteln. Ich habe hier ein paar Buntstifte liegen. Ich male euch einen neuen Hauptcharakter. Die pure Verzweiflung. Ich brauche Geld für Forschung und Upgraden meiner Engine. Please. Irgendeiner. Ich brauche Geld. Irgendein Cashflow, ein Auftrag, ein Engine-Kauf, irgendwas. Ne? Ja, es hat einer meine Engine gekauft. Ich wurde erhört. Triple Fine, ihr seid die geilsten. Puh. Sorry, ich habe gerade mal geschnaubt. So, ich guck mal, ob ich die Engine irgendwie nochmal upgraden kann. Was kostet denn der ganze Spaß? Musik in 8-Bit könnten wir reinkriegen. Hätten wir wenigstens die neueste Musik mit da drin. Ja. Da könnten wir schon fast sagen, dass ist technisch gesehen die zweite Generation, weil bessere Musik und so. So, 12.500 hatten wir gesagt. Wir haben einen Käufer gefunden für unsere Engine. Und noch einen! Romedia! Ihr seid die geilsten. Wenn die Spiele rausbringen, dann haben wir mal Geld, da können wir Forschung betreiben. Ja, die kaufen mal eine günstigere Engine, weil sie die Features nicht brauchen, die teure Engine drin hat. Und das ist der Punkt. Deshalb, wir müssen technisch auf dem vordersten Punkt sein, aber... Also, versteht mich nicht falsch, wenn ich zum Beispiel einen B-Titel rausbringe, habe ich 5 Features zur Auswahl. Da will ich natürlich die neueste Grafik und den neuesten Sound drin haben. Und dann halt noch so ein paar Randfeatures. Und da reicht meine Engine ja für. Da muss ich ja keine Top-Engine kaufen. Ne, den können wir da sitzen lassen. Forschen können wir eh nichts gerade. Ist alles zu teuer. Aber da brauche ich ja keine Features, die mich erschlagen, die ich bezahle, die ich gar nicht anwenden kann. Also wenn ich jetzt ein B-Spiel machen wollte, habe ich 5 Features frei. Für einen AAA-Titel ist meine Engine natürlich Schrott. Gebe ich hier offen zu. Also ich meine, da gibt es mehr Features. Danke, Pony hat mit unserer Engine... Wann haben sie denn die? Wann hat Pony gesigned? 12.500 plus 95 RPG 2. Die haben die neue Engine? Moment mal. Die haben praktisch mit der alten entwickelt. Die neue haben wir gerade das abgeschlossen. Die haben mit der alten entwickelt, haben dann auf die neue umgestellt, die mehr Features genutzt und bezahlen jetzt den neuen Beitrag von 24% und Kaufpreis. Sehe ich das richtig? Das ist ja cool. Ey, wir haben Geld. Wir haben Geld. Wir haben Geld. Features erforschen. So, was ist wichtig? Parallax-Scrolling ist wichtig. Das ist ganz wichtig, dass Bewegung im Spiel ist. Ja, und da kommt Geld rein. RPG 2 von Namco. Namco? Also, ich weiß nicht, hier kommen Firmen rum, die machen Spiele basierend auf meiner Engine. Aber Moment, das sind die Publisher. Die Entwicklerstudios haben denen die Spiele verkauft. Das ist der Punkt. Jetzt kapiere ich's. Und Auftrag, 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 Auftrag. 15.000 von Namco. Wir sind im Geschäft, Leute. Wir sind im Geschäft. Es brummt, es läuft. Wir haben die Chance, hochzukommen wieder. Kein Game Over, es geht weiter. Es geht weiter, immer weiter, immer weiter. Das finde ich cool. So, und während wir hier noch schön die Parallax-Scrolling-Geschichte entwickeln,
und eine neue Plattform erscheint, sage ich schon mal danke fürs Zuschauen und hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht, hier zuzugucken. Und ihr fiebert mit mir mit und versteht, warum ich sage, ey, legendär ist einfach, das ist eine andere Stufe des Spiels. Ja, du machst hier so Kackaufgaben und feierst jeden Euro, den du verdienst. Und ich hoffe, ich kann euch da mal einen richtig geilen Einblick reingeben, wie hardcore das ist. Also wie du dich freust, wenn irgendwie eine Lizenz verkauft wird oder wenn irgendwo Geld herkommt. Und Spiele machen am Anfang sowieso nur miese und miese können wir uns nicht erlauben. Und das ist halt so momentan der Punkt für mich. Also ohne eigene Produktion gibt es keine Spiele. Da können wir nämlich keine Zweitvermarktung machen und so weiter. So, neue Engine. Wir gucken noch, was die kann. Die hat 18 Features und macht Geschicklichkeit. Ja, das sind wieder die Freescapes. Die machen. Ihr seht das, das sind Firmen, die haben sich spezialisiert auf Dinge und wir müssen Angst haben nur vor der Math Engine, dass da eine neue rauskommt. Aber momentan sind wir die technologieführende Firma, was Grafik und Sound angeht und die anderen Features scheiß drauf. So, die werden nach und nach bei uns reingepatcht. Die können wir uns jetzt leisten, reinzupatchen. Haben wir die Top-Engine. Bis die Konkurrenz kommt. So, aber ich bin raus. Wie gesagt, sagt danke fürs Zuschauen. Wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube. Noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, wenn wir hier weiterkämpfen. Und, wenn wir hier weiterkämpfen und versuchen zu überleben. Ich bin raus. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye-bye.